Dechuka Sanderlam, meine Freunde, ich habe hier mal ein kleines Statement zum Warcraft 3 Reforged Chaos für euch. Ich hatte ja angekündigt, Warcraft 3 auf meinem Kanal zu bringen, welches ja am 29.01. released wurde. Das ist jetzt gerade mal 3 Tage her und das Spiel ist schon wieder so gut wie tot. Die Enttäuschung war extrem groß und auch ich bin sehr schwer enttäuscht. 2 Jahre lang habe ich darauf gewartet, das endlich spielen zu können und dann bekommen wir diesen Müll vorgesetzt. Zur Erläuterung, wer sich noch nicht informiert hat bzw. es gar nicht mitbekommen hat: Blizzard versprach auf der BlizzCon sehr viele neue Features für Warcraft 3 Reforged, zum Beispiel neue Kampagnen-Cinematics und dass die Hauptcharakter aus WoW, wie zum Beispiel Illidan oder Sylvanas, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Neue Story-Parts und sie wollten es sogar so umbauen, dass Warcraft 3 ein wenig an die aktuelle Story von WoW angepasst wird. Und ratet mal, was sie davon alles gemacht haben. Richtig, gar nichts. Falls ihr euch genau darüber informieren wollt, was alles schiefgelaufen ist, dann habe ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo der gute Zeltas von Zeltas Gaming ein extrem gutes Video zu dem Thema gemacht hat. Ich bin da absolut seiner Meinung, Blizzard kriegt momentan voll auf die Fresse und ich bin auch bereit, mit drauf einzuprügeln. Blizzard hat mir damit echt alles versaut und ihr könnt euch vermutlich gar nicht vorstellen, wie es mich gerade ankotzt. Ich wollte die Kampagne spielen und auf meinem Kanal hochladen. Ich wollte streamen und vielleicht sogar kleinere Warcraft 3 Turniere veranstalten. Sorry für alle Leute, die gehofft haben, dass ich dazu jetzt was auf meinem Kanal bringe, aber ich lasse es einfach sein. Weil sowas unterstütze ich nicht. Nach meiner Meinung ist es Betrug, was Blizzard da abgezogen hat. Und ich werde es erst wieder spielen, wenn ich den Content bekomme, beziehungsweise wenn der Content nachgeliefert wird, den Blizzard versprochen hat. Und wenn das niemals der Fall ist, dann soll es halt so sein. Warcraft 3 Reforged ist genauso geworden wie das End-Cinematic von Raid Nyarlotha. Ein Riesenhaufen Scheiße. So, und bevor ich mein Statement jetzt beende, gibt's noch eine kleine Ankündigung meinerseits. Ich werde was anderes streamen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Geplant ist WoW Classic und ich werde auch mal gucken, ob ich nochmal Heroes of the Storm oder mir StarCraft anschaue, weil ich bin zurzeit voll gehypt auf Strategiespiele. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich StarCraft werden, aber ich gucke halt nochmal. Und ja, das war's sogar schon mit dem Video. Tut mir leid, wenn es nur negativ ist, aber ich sehe es nicht ein, für dieses Spiel zu unterstützen. Ja, ne, das sehe ich nicht ein. Es tut mir leid, aber das mache ich nicht. In diesem Sinne, ciao, haut rein.